Es sind 6 Millionen Juden ermordet worden. Und die fordern einfach von mir auch diesen Einsatz. Ich bin ein Überlebender dieser Shoah und bin verpflichtet, über diese Ereignisse zu sprechen. Anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern den Überlebenden Horst Selbiger zu einer Gedenkveranstaltung eingeladen. Seit wir wissen, wie tief wir fallen, begleitet uns die große Verantwortung, diesen moralischen Tiefpunkt menschlichen Daseins in der Geschichte unserer Gesellschaft in die Vergangenheit zu verbannen und doch in der Erinnerung lebendig zu halten. Ich bin zutiefst dankbar, heute den Ehrenvorsitzenden von Child Survivors Deutschland e.V., Überlebende Kinder der Shoah, Herrn Horst Selbiger, begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre, als einer der letzten Überlebenden des Völkermords an den europäischen Juden heute zum Auschwitz-Gedenken vor Ihnen sprechen zu dürfen. Als ich 1934 eingeschult wurde, war ich der einzige Jude in der Klasse und wurde selbst von den Sechsjährigen damals ausgegrenzt. In dieser Zeit lernte Horst Selbiger auch ein junges Mädchen namens Esther kennen. Wir gingen immer nebeneinander. Manchmal durfte ich sogar ihre Schultasche tragen und es gefiel mir und auch ihr. Juden in Deutschland waren gnadenlos der Gesetzlosigkeit ausgeliefert. Wir glaubten, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Aber wir wurden eines anderen belehrt. Uns wurden Brandzeichen in die Seele gestempelt. Wir vegetierten Körper an Körper im ausgeräumten Gebetssaal, der Empore und in anderen Räumlichkeiten. Die sanitären Verhältnisse waren unbeschreiblich und erbärmlich. Und in all diesen Zetern, Heulen und Zähneklappern traf ich meine Esther. Diesmal mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen, unfähig, all dieses Elend zu verstehen. Wir umarmten, trösteten und wärmten uns gegenseitig und waren uns nah wie nie zuvor. Es war Sonntag, der 28. Februar 1943. Gemeinsam erlebten wir noch diesen Tag und eine Nacht. Es war zugleich der Himmel auf Erden und die Hölle um uns. Am nächsten Tag wurde Esther zur Deportation gezwungen. All unsere Liebe, all unsere Kraft der Umarmung hielten uns nicht zusammen. Den anschließenden Empfang nutzten vor allem die Jugendlichen, um persönlich mit Horst Selbiger ins Gespräch zu kommen. Man liest es halt im Geschichtsbuch, bekommt es so vermittelt, aber selber von einem Zeitzeugen vermittelt bekommt man es eigentlich nicht. Es ist einfach so ein bisschen unbeschreiblich. Es wird halt alles, was man im Geschichtsunterricht kennenlernt, ist einfach viel fundierter sozusagen. Es ist halt, da ist halt noch das i-Tüpfelchen halt draufgesetzt, dass man halt das wirklich naht. Also ich war auch selber schon in Auschwitz und hab das dort besichtigt. Da kam natürlich auch so leicht die Atmosphäre rüber, aber durch den Zeitzeugen wurde das Ganze authentischer dargestellt. Man hat auch ein Einzelschicksal mehr oder weniger erfahren. Und wenn man das von eben Zeitzeugen hört, die selber sowas richtig miterlebt haben, dann ist das schon was Besonderes. Ja, es reicht nicht zu sagen nie wieder, sondern
es kommt darauf an, wachsam zu sein, dass sowas nie wieder passiert und auch in den Anfängen schon abgewehrt wird.